Schönen guten Morgen. Heute ist Tag 2 der Vertrauensleutekonferenz hier in Willingen. Wir fangen gleich an, mit Detlef Wetzel, unserem zweiten Vorsitzenden der IG Metall, in die Diskussion zu gehen und zu hören, was er zu sagen hat. Heute Nachmittag geht es dann weiter mit der Workshop-Phase und wir gehen jetzt los. Die Runde mit Detlef Wetzel ist jetzt vorbei. Wir hatten gerade die Möglichkeit, lange mit ihm auch zu diskutieren über seine Statements zur aktuellen Situation und zu den Herausforderungen, die wir als IG Metall jetzt auch insbesondere bis zur Bundestagswahl noch vor uns haben. Es geht um Regulierung der Finanzmarktgeschichte. Es geht darum, Arbeit wieder würdevoll zu gestalten. Es geht darum, Leiharbeit weiter und verbessert zu gestalten, Werkverträge mit zu bearbeiten. Das alles ist ganz vielfältig, viel zu tun für uns. Wir kennen das schon. Er hat was gesagt zu Europa, was mir nicht weit genug ging, wo ich aber denke, wir sind natürlich auch in den Verwaltungsstellen und in der IG Metall-Basis schon immer so gewitzt gewesen, da auch Einfluss auf die IG Metall zu nehmen. Bin da also ganz zuversichtlich, dass wir auch da noch konkreter werden. Und was passiert jetzt auf der Konferenz? Wir gehen jetzt in die Workshop-Phasen. Das heißt, wir Vertrauensleute haben jetzt die Möglichkeit, in Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen zu arbeiten. Ich selber werde bei der Frage IG Metall und Vertrauensleute Arbeit vor Ort mitmachen. Bin ganz gespannt, was jetzt passiert und wir sehen uns nachher. Das hier ist der Workshop Nummer 2, wir Vertrauensleute im Betrieb. Und es geht darum, sich nochmal in den Austausch zu begeben mit guten Praxisbeispielen, wie gute IG Metall-Unterstützung in den Betrieben aussehen kann. 3 Praxisbeispiele sind uns dargestellt worden, ganz unterschiedlicher Natur. Wir konnten Fragen stellen und die Fragenrunden dazu gehen gleich weiter, um auch nochmal gute Tipps mit nach Hause zu nehmen. Fast Feierabend für heute. 2. Konferenztag, jetzt endlich demnächst zu Ende. Hinter mir seht ihr schon das Abendessen, das auf uns alle wartet. Ich bin froh, dass es geschafft ist. Ich glaube, wir haben noch ganz gute Sachen zusammengebracht in unserem Workshop und sage Tschüss, bis morgen. Yeah.